Das sieht schon mal gut aus. Das auch. Das auch soweit. Grenzungsleuchten gehen auch alle. Da ist auch alles soweit. Sollte ich, gehe ich mal von aus in Ordnung. Ja. Da auch. Hau mal noch mal drauf. Auf dass die ein bisschen Prügel kriegen. Die stehen da drauf, habe ich mir sagen lassen. Ja. Gut, gut. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Huch. Jawohl. Jo. Somit sage ich einfach herzlich willkommen zurück. Und somit auch zu einer weiteren Folge von ETL auf Achse. Und ja. Ich würde einfach sagen, wir legen los. Kurze Info. ja. Nee, das war's nicht. Das war's. Wir fahren nach Frankfurt. Sind, wenn wir auf die Map schauen, 6 Stunden 22 Minuten. Müssen wir mal schauen. Ich werde irgendwo ein Päuschen machen. Wahrscheinlich irgendwo. Da. Oh, das ist zu lang. Dann müssen wir das vorher machen. Müssen wir hier machen. Auf diesen komischen kleinen Parkplatz da. Fahrtdauer nach Wegpunkt. Das kann aber nicht sein, oder? Ja, was sagt mir das? Uns fehlen definitiv mehr Parkplätze. Ich könnte ja auch über Mannheim fahren. Das kommt, glaube ich, besser hin. Na, dann sehen wir mal zu, dass der ausgezeichnete Unfallcounter nicht steigt. Ja, Ölfilter 12 Tonnen, also wir sind richtig schwer. Kann auch die Achse vom Trailer hoch machen, weil das macht keinen Sinn. Es liegt immer noch Schnee. Warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Wir haben 12 Uhr. Also wir haben mitten in der Nacht. Das liegt daran, ich war ja hier gegen 1 fertig. Und die Tour ging auch direkt von hier wieder los. Für mich von Vorteil. Weil dann brauchte ich nicht großartig noch irgendwo hineiern, weil es hat hier gestern noch ganz gut geschneit. War dann nicht so pralle. Gell? Weil Schnee ist immer so eine Sache. Da können die Leute kein Auto mehr fahren. Die meisten. Zumindestens. Jo. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sitze mal wieder ganz schief. Also manchmal ist der Trecker eher ganz kurios. Mein Kater steht draußen und jammert. Ich lasse ihn jetzt nicht rein. Dafür müsste ich aufstehen.
Also das, was ihr da schreien hört, ist einfach ignorieren. Jetzt rechts abbiegen. Jo. Ja, es gibt so ein bisschen was, was wir erzählen können. Oder was ich erzählen werde. Davon nehme ich euch mit dazu. Da sind wir. Ich habe auch wieder meinen Lieblingspulli an, meinen Firmenplover. Ja, wenn ich einen Gang einlege, dann komme ich auch vorwärts, ne? Das sind alles keine neuen Strecken, was wir hier fahren. Das kennen wir alles schon. Bitte, jetzt sitze ich schon wieder so schief. Ist doch nicht normal. Ich weiß gar nicht warum. Na gut. Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Womit fange ich an? Erstmal grüße ich alle meine Abonnenten. Meine alten, meine neuen, meine treuen Zuschauer, die ich alle habe. Fühlt euch gegrüßt. Kollegenmäßig hat sich ja auch schon einiges wieder getan. Es kommt langsam wieder mehr Content. Ich hasse dieses alte SCS-Gedöns hier. Straßburg? Hatten wir da nicht mal jemanden? Hat nicht wollen. Rechts halten. Ja, danach super. Rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Rechts abbiegen. Mhm. Machen wir auch glatt. Ja, wie gesagt, kollegenmäßig, da wird langsam wieder mehr, was so kommt. Von Michi ist ein Video, der ist ja auf dem Video, Der ist Richtung Heimat unterwegs, Türkei, Richtung Klagenfurt. Der hat also noch einen guten Ritt vor sich. Müsste jetzt irgendwo in Sofia die Ecke sein. So um den Dreh. Aber um mehr zu erfahren, schaut bei ihm rein. Das macht mehr Sinn. So, dann... Rami, der ist auf der Polen... Adding Map... Polen Detailed Adding Map unterwegs. Der Witz ist jetzt dabei, ich nehme das Video vor dem Stream auf. Das heißt, ich erzähle euch jetzt mehr oder weniger. Ich habe am Sonntag einen Stream darüber gemacht, haben die kurz vorgestellt. Das ist ja die 2.0 Version in der Open Beta. Und ja. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ich muss unbedingt mal nach der Kupplung. Die muss ich einstellen. Das passt immer noch nicht so ganz. Na. Wenn man kurz drückt, geht's. Ich hätte doch darüber fahren müssen, ne?
wir gehen eigentlich hin, in dem Stream wird halt eben, wir testen die ein bisschen, wir fahren mal so verschiedene Bereiche ab. Ich kenne die Map schon, nicht nur jetzt als Mapper, aber auch als Benutzer. Von daher... Und danach rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Demnächst links abbiegen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier zufällig erzählen. Komm. Jetzt links abbiegen. Wir testen da so ein bisschen rum, werden ein bisschen rumfahren, fahren im Konvoi oder sind im Konvoi gefahren. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Aber lasst euch, ihr habt wahrscheinlich den Stream auch schon gesehen. Ihr kennt das schon. Warum? Seit wann kann ich denn das richtig lesen hier? Also wohl der Punkt, der ist viel zu weit vorne. Von Christian kam diese Woche gar nichts. Es hat auch einen Grund, warum ich jetzt Frankfurt und von der Frankfurt aus würde es Richtung Heimat gehen. Das auf jeden Fall. Der Hintergrund ist halt eben, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, Philustrans Falco war bei mir auf dem am Hof, hat da schon Papiere hingelegt für eine Tour, die erledigt werden muss. Wohin es geht, weiß ich noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Aber hier sagen sich auch Fuchs und Hase gute Nacht, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre hier durch eine Wüste. Das Schlimme ist, wir dürfen ja 80 knallen. Und dadurch, weil es so... Jetzt sitze ich schon wieder so schief. Ist irgendwie... Das, ich glaube, ich muss da mal gucken. Nicht... Ich habe ja den Track AR oben auf dem Monitor stehen. Die Wärme dehnt sich aus. Müsste ich mal gucken. Ja gut. Lassen wir mal so. Falco war halt eben bei mir auf dem Gelände. Der hat meine neue Sekretärin direkt so ein bisschen überfordert. Die war so ein bisschen überrascht. Die ist gerade mal 2 Wochen da. Kerstin. Ja gut. Michi, Hermi, Falco haben wir. Ja, JJ, der ist in Nordheim. Ja. Hermi hat es, glaube ich, schon angesprochen. Ich glaube, das hast du schon gesehen.
melde dich einfach mal bei uns und dann schauen wir mal. Hat sich ja wahrscheinlich so die Nord-Süd-Transporte, das ist ja so ein bisschen finanzielle Notlage, nicht so pralle und ja, wie gesagt, lass uns mal darüber reden, ne, dann können wir dir irgendwie helfen. Dadurch, dass unser Verbund ja jetzt langsam immer größer wird mit unseren drei Eingefleischten, waren ja zwischendurch mal vier, die eine ist ja wieder auch nicht mehr existent, mit Raimi, aber dann Philustrans, Stocktrans, dadurch wird unser Portfolio wird wesentlich größer. Wow. Dann haben wir ja mehrere Kunden, die wir ja haben. Wie gesagt, den Bella Ginotto als Hauptkunde, die Nordic Crown, die ja jetzt zum Teil damit drin hängt, was uns auch ein bisschen mehr Aufträge bescheren kann. Oder wird oder auch tut. Von daher sind wir da eigentlich in einem guten Netzwerk, wo man sagen kann, jo, das floppt. Es ist natürlich so, man kann es nicht mit der Realität vergleichen. So, dann kommen wir mal zu dem Thema SCS. Die haben jetzt letzte Woche angekündigt, dass sie sich also jetzt auch im Norden bereit machen. Nein, die bauen also ein neues DLC. Das wird also oberhalb von dem Skandinavien-DLC anknüpfen. Und wer den Trailer gesehen hat und mal so verschiedene Sachen, da sind Kleinigkeiten drin. Die sind also mir und noch jemanden aufgefallen. Jetzt rechts abbiegen. Ich muss mal gerade gucken hier, dass der da ist. Also das Nordic DLC, was sie da am Bauen sind, das geht also rauf Norwegen und wahrscheinlich sogar noch höher. Warten wir mal ab, lassen uns überraschen. Aber was uns aufgefallen ist, das läuft schon auf der neuen Engine. Und da sind so ein paar Kleinigkeiten. Schaut mal rein, vielleicht fallen sie euch auf. Die sind nämlich bis jetzt in der jetzigen Engine nämlich nicht möglich, auch nicht umsetzbar. Von daher, da bin ich wirklich gespannt. So, dann haben wir ja auch Griechenland, kommt ja auch. Schweiz steht noch offen. Vermutlich 1,50. Und in der 1,50 werden auch schon einige Teile von der Engine ein Update erhalten. Ich glaube, eine volle Implementation ist noch nicht möglich. Aber
man hat es angekündigt, dass man also schon die neue Engine im der 1.50 reinbringen wird. Ja, dann ist noch die Städte überarbeiten. Links abbiegen. Die ja noch mit im Gange ist. Und da muss ich jetzt sagen, wir als Mapper sehen da jetzt schon mehr. Ja, das ist Crimes. Also das ist der Crimes Wintermod und ich bin auf der Euronet unterwegs, aber hier sollte es eigentlich nicht sein. Ja, wir kommen jetzt gleich zu unserem Pausenplätzchen. Das heißt, wir müssten jetzt um fast 6 Uhr, sieht er? Auch sowas. Ach, da vorne ist das. Ne? Das ist ja schon Ewigkeiten nicht mehr in Mannheim war. Mannheim, die Söhne Mannheims, ne? Okay? Kennt man ja. Ja, hier geht's rein. Dann werde ich mir jetzt mal hier so ein kleines Frühstück einverleiben. Und dann sprechen wir danach noch weiter, was SCS so vorhat oder was geplant ist. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Informationen, die ich jetzt habe, die sind nicht von SCS irgendwie direkt. Es sind Mutmaßungen, die ich habe. Ich gehe davon aus, dass einiges in der Mache ist. Aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber wenn man diese Forumsbeiträge liest, dann kann man da schon einiges rauslesen. Deshalb sage ich das direkt von vornherein. Das sind Mutmaßungen, da ist noch nichts Spruchreifes. Komme ich da rum? Kann ich da so rumfahren? Zwei stehen hier Bordsteinkante. Platt. Ich bleib mal hier so stehen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich meine Pause gemacht habe. Und dann sage ich einfach bis gleich. So, jetzt sind wir gesättigt, haben noch einen Schluck Kaffee getrunken und ich würde sagen, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Frankfurt, den Rest noch runterrödeln. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Licht machen wir an, Abfahrtskontrolle brauchen wir ja jetzt keine mehr machen, haben wir ja schon, ne? Naja, aber hier übernachten möchte ich auch nicht. Hier ist ein relativ hoher Geräuschpegel. Ich weiß nicht, was hier... Oh, schon wieder den Rasen kaputt gefahren. Alter, hat ja geschneit. Fällt nicht mal auf. Ist natürlich nicht so tolle für die Reifen. Ach so. Ich nehme euch wieder mit dazu. Da sind wir. Ja, wir waren ja zuletzt stehen geblieben, was SCS so alles vorhat oder beziehungsweise was die in der Pipeline haben. Also da ist schon einiges in der Mache. Und ich bin wirklich mal gespannt, was die neue Engine bringt.
kannst doch fahren. Warum bleibst du denn nicht stehen? Na, du musst jetzt warten. Demnächst rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Wie gesagt, wir dürfen da wirklich gespannt sein und alles, was ich jetzt so erwähnt habe, ne, das sind alles Mutmaßungen. Ich bin mir nicht sicher, wann was kommt. Das kann ich euch nicht sagen. Man kann vermuten, dass eventuell die Schweiz als nächstes kommt. Dann ist die Frage, wann... Jawohl, wie immer. Wie gesagt, die Schweiz sollte auf jeden Fall als nächstes kommen. Wir wissen natürlich nicht, was die in den Überarbeitungen drin haben. Das ist ja auch was, was so ziemlich vage ist. Wir hoffen natürlich, dass das Deutschland überarbeiten noch ein ganzes Weilchen dauern wird. Weil das würde es uns mit der Map, ja, mit der Euronet ein bisschen vereinfachen. Aber ist natürlich, was wird die Engine da draus machen? Das ist nämlich was, was wir nicht wissen. Rechts abbiegen. Das ist für uns so ein bisschen unbekannt. Rechts abbiegen. Der unbekannte Faktor, den wir nicht kennen. Sonst wäre es nicht unbekannt, ne? Wie gesagt, also da weiß ich nicht, was da der Einfluss auf die Map haben wird. Müssen wir mal abwarten. Schauen wir mal. Es könnte sein, dass einige Modelle ersetzt werden müssen. Von daher einfach mal abwarten. Ja, was gibt's? Ja, Griechenland hatten wir. Wobei, das Video habe ich mir auch angeschaut. Also das sieht auch sehr vielversprechend aus. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so langsam wird es auch kritisch für die Leute, die die Promos nutzen. Weil man muss jetzt mal so einfach mal vor Augen... vor Augen halten, dass Balkan DLC, was sie da gemacht haben, das ist ja der Wahnsinn. Rechts halten. Ich gehe mal davon aus, was ich abbiegen. In der Schweiz gesehen habe, was da so an Bildern im Forum, SCS-Forum zu sehen sind. Da wird sich qualitätsmäßig doch einiges tun. Ne? Also wenn die da dieselbe Qualität an den Tag legen wie im Westbalkan DLC, dann wird das erste Sahne. Und Promods. Überlegt mal jetzt im Endeffekt, wenn man jetzt auf der Karte guckt, in den Norden schaut. Ja, ist SCS seitens nicht viel. Jetzt kommen die mit dem DLC. Das ist wieder Westbalkan, Griechenland, da unten die Ecke. Da bleibt nicht mehr viel, ne? Nur wie gesagt, es bleibt abzuwarten, wann die fertig sind, ne? Wenn es dann nachher nur noch darauf hinausläuft, dass dann Städte von nur noch verbessert werden. Das ist halt eben das, was wir noch machen könnten. Wie gesagt, müssen wir mal abwarten. Aber hier in Mannheim ist ja auch Standard noch altes DLC.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Ecke, die hier ja so auf der, auch wenn man auf die Karte guckt, die ist ja doch noch ziemlich leer, ne? Da ist ja noch nicht viel. Rechts halten. Danach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Obla, bin ich vom Pedal abgerutscht. Und dann ist dann wie die Leute, die dann Gas und Bremse verwechseln. Im Automatik. So. Das ist eigentlich so das, was ich erzählen kann. Was ich weiß. Radio wieder anmachen. Normalerweise müsste ich jetzt hier oben. Ah ne, da hat das Radio ja hier, ne? Aber wie gesagt, es fehlen noch so. Es sind noch ein paar Sachen zu machen. Noch relativ ruhig. Schauen wir mal. Hola. Was war das denn? Wie gesagt, mit der neuen Engine, ich bin da so drauf gespannt, weil dann endlich mal alle Kerne genutzt werden oder mehr Kerne genutzt werden wie im Moment. Von daher macht das Sinn. Gibt da noch eine Sache, aber das mache ich im ATS. Da werde ich im ATS mal ein kurzes Erklärvideo machen. Und zwar fand ich das, wie er das vorgestellt hat mit dem Schaltknüppel. Das ist ja fast identisch. Er hat den Button hier nicht. Danach rechts. Jetzt super erklärt. Das Problem war natürlich, er hat dann ein Fuller-Getriebe erklärt und ich weiß ja, wie man Fuller-Getriebe fährt. Mache ich fertig. Er wollte jetzt wissen, wie die Einstellungen sind, weil ich schalte ja im ATS ein Fuller-Getriebe und auch hier im ETS ohne Kupplung. Die Kupplung ist nur zum Anfahren gedacht. Für was anderes benutze ich die nicht. Fällt mir gerade, wo ich den jetzt hier gerade sehe. Philustrans hat sich zwei neue Scania angeschafft. Und wer Philus ein bisschen kennt, wieso ist hier ein Trailer von DHL drin? Rechts halten und danach rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Weiter geradeaus. Aber gut. Also ich bin ein bisschen irritiert. Bitte rechts halten. Normalerweise Falco hatte eigentlich MAN, Mercedes. Hat jetzt ausnahmsweise mal so als nicht als Verfechter von Scania, sondern einfach gesagt, er ist nicht so auf diesem Scania-Hype. Es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes so, im Endeffekt braucht er ja nur mal bei Facebook in verschiedenen Gruppen reingucken. ...90% Scania. Ich habe auch einen Fred Scania, ja. Ich habe auch einen Scania T. Ich habe auch den NGT. Nur von der Story her passt es bei mir nicht rein.
Sicher ist mir schon irgendwo ein Scania untergelaufen und den bin ich auch gefahren. Ist ja nicht, dass ich sage, ist Quatsch. Fahrt mal rum und guckt. Rechts halten. Ich finde diesen Marken Dingsbums Gedöns und der ist ja besser und jetzt rechts. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Nur ich bin vielleicht da halt eben. Guck mal, das Grün kommt schon wieder durch, es taut. Jetzt habe ich da tatsächlich. Als ich da so auf das Grün am gucken war, so. So, wenn ich dann fertig bin, werde ich Ralf mal anrufen. Rechts halten und danach rechts abbiegen. Und dann schauen wir mal, was er für mich noch hat, weil eigentlich müsste es noch zeitlich jetzt ausgehen. Weiter geradeaus. Also es müsste sich eigentlich noch zeitlich ausgehen, dass ich nach Köln fahren kann. Demnächst Leer möchte ich natürlich abbiegen. Verhindern. Rechts abbiegen. Nach Möglichkeit. Ich bin auch schon mal von Frankfurt aus Leer damals nach Hause gefahren. Und wer jetzt denkt, in Frankfurt gibt es sowas nicht, sowas gibt es tatsächlich. Aber jetzt kommt's nämlich. Ich bleibe jetzt mal gerade hier stehen. Und wir steigen mal kurz aus. Der Vorteil ist, dann kann ich direkt mal so ein Screeny machen. Also das Grüne irritiert mich schon. Gewerbegebiete in Frankfurt, die so aussehen. Unwahrscheinlich. Die sind zugeparkt bis zum geht nicht mehr. Eigentlich müsste hier eine ganze Reihe PKWs stehen. Aber wir sind ja nicht in der Realität. Gut. Im sechsten Gang anfahren geht nicht. Wie gesagt, also das ist. Ich habe mal an so einer Stelle umbrücken müssen, beziehungsweise hinliefern müssen. Und es war wirklich so, du bist da durchgefahren und rechts und links so viel. So, und dann musst du da mittendrin hin. Jetzt wo stellst du deinen dein LKW hin? Ja, bleibst halt eben mittendrin stehen, ne? Und dann hast du natürlich so Flachpfeifen, die dann da stehen, aber fahr doch mal gerade weg. Ich habe gerade das Auto aufgemacht. So. Haben ihr Ziel erreicht. Die Routenführung ist hiermit beendet. Gut. Ständen hoffe, kann ich da irgendwie hochfahren. Tatsache. Ich stelle mich mal einfach hier hin. So, und dann werde ich mich hier anmelden gehen, leer machen. Und dann schauen wir mal. Wenn wir nach Köln fahren, entweder nehme ich euch mit oder nicht. Könnt ihr ja mal unten reinschreiben, ob ich euch mitnehmen soll, ja oder nein. Ansonsten sage ich einfach danke fürs Zuschauen. Wenn noch nicht getan, abonniert. Ne? Da ist da wird das ist ja da. Ist ja blöd. Ja, ihr seht, okay.
da steht irgendwo ein Button. Oder beziehungsweise da unten. Und unten. Unten. Könnt ihr auch die Glocke aktivieren. Ansonsten sage ich einfach, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen da, kommentiert, abonniert. Und ansonsten sage ich einfach danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn dann. Euer Michael.